Hallo und herzlich willkommen zurück bei AMD Geode. Heute geht es weiter mit der Serie Billig Gamer PC, beziehungsweise jetzt ist gar nicht mehr so billig, sondern wir sind jetzt tatsächlich bei 1.200 € angelangt. Und natürlich kann man für das Geld auch was erwarten. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die 2.000 € für einen PC bezahlt haben, noch nicht mal ansatzweise so prächtig waren. Wir gehen das Ganze jetzt mal durch. Ich muss ehrlich gestehen, da viele Zuschauer und auch viele generell Leute, die im Internet so unterwegs sind, immer auf Nvidia und Intel schwören, muss ich leider gestehen, habe ich bei manchen Sachen ein bisschen den Preis senken müssen, damit ich auf die zwei Sachen komme, weil wir wissen alle, Intel, der momentan Mainstream-Prozessor 6700K kostet, wie es hier schon steht, 328 €. Der beste AMD sind wir gerade mal bei 200. Hätten wir da schon 120 € gespart und dann kommen wir noch dazu. Grafikkarte sind wir momentan, ich glaube, die teuerste AMD kostet momentan so 280 €. Hier haben wir jetzt 400, also nochmal 120 € drauf. Ihr seht schon, Intel und Nvidia ist teurer, deswegen muss ich an anderer Stelle sparen, zumindest ansatzweise, obwohl es trotzdem noch was Gutes geworden ist, und das zeige ich euch heute mal. Wir fangen wie immer an mit dem Gehäuse. Diesmal natürlich ein Gamer-Gehäuse, auch von Corsair. Man sieht auch schon eine gewaltige Plexiglasscheibe an der Seite und es hat einen großen Vorteil, den wir wahrscheinlich auch irgendwann mal nutzen werden. Und zwar, also zunächst mal ist es relativ klein. Ich habe es gewusst, die Bilder sind nämlich kacke, wir haben nämlich weiter unten noch bessere Bilder. Genau, da haben wir es nämlich. So, wir können nämlich hier sehen, wir haben hier vorne, also am Fronteinschub, hier sind zwei große Ventilatoren drin. Oder kann man zumindest einbauen, beleuchtet, kann man machen, wie man will, wie ein Dachdecker. Und da kann man zum Beispiel eine Wasserkühlung reinknallen. Ist schon mal ganz gut für Prozessor. Dann haben wir hier natürlich hinten dran noch einen kleinen Lüfter, der alles rauszieht. Und man kann, hier oben zum Beispiel haben wir auch noch Montage, da könnte man theoretisch noch eine zweite Wasserkühlung ranklatschen oder sogar hier eine kleine für zum Beispiel die Grafikkarte würde gehen. Das heißt, dieser PC ist absolut zukunftssicher. Wir sehen noch hier oben, er hat einen kleinen Einschub für eine Festplatte und einen großen Einschub für ein DVD-Laufwerk. Ich denke mal, mehr brauchen wir noch nicht. Hier sieht man auch DVD-Laufwerk, darunter der kleine für die Festplatte. Und zusätzlich haben wir hier unten noch drei Stück, also reicht dicke aus. Wir haben auch genug Platz für SSDs und so weiter. Und vom Mainboard her möchte ich, wir sind gar nicht so weit davon entfernt, was hier auf dem Bild zu sehen ist, sagen wir es mal so. So, ansonsten weiter unten sehen wir auch noch hier Front und so weiter, haben wir alles oben, auch den Powerschalter. Wir sehen auch hier nochmal das Extra für die anderen zwei Lüfter. Könnte man, wie gesagt, auch noch eine extra Wasserkühlung draufknallen. Und an sich ist das Gehäuse relativ klein. Das hängt damit zusammen, weil das Mainboard an sich ein Mini-ATX-Mainboard ist und das Netzteil direkt darunter ist also somit insgesamt so hoch wie ein normales ATX-Mainboard. Ist gar keine so schlechte Lösung, kann man lassen. Das ist auf jeden Fall mal das Gehäuse. Kostet 49,94 €, also 47 €, ist nicht so teuer, geht eigentlich, kann man sich durchaus gönnen. Dann den Prozessor, der war natürlich für viele sehr, sehr wichtig gewesen, und zwar diesmal ein Intel i7-6700K 4x4 GHz, kann man natürlich auch übertakten, ist ein K-Edition, ich denke mal auf 5 GHz kriegen wir den schon, vor allem auch mit dem Kühler, den wir dabei haben. Turbotakt 4,2, wir haben natürlich hier 2 MB Level 2 Cache und 1 MB Level 2 Cache, Entschuldigung, wir sind ja bei Intel, und 8 MB Shared Memory für Level 3 Cache. Naja, inwiefern das noch Shared ist, weil wir die eigentlich, die interne Dings ja gar nicht nutzen, aber ist egal, hat er auf jeden Fall. Quad-Core-Prozessor Hyper-Threading hat er auch, das heißt, hier steht sogar, das heißt, insgesamt kriegen wir 8 Kerne angezeigt, es sind zwar nur 4, aber Hyper-Threading wissen ja hoffentlich die meisten, wie es funktioniert, das sind virtuelle Kerne, keine echte. Wird ohne Kühler geliefert, das ist natürlich normalerweise ein Problem, aber bei uns nicht, denn wir haben uns hier den Be Quiet Dark Rock 3 Tower Kühler dazu genommen. Da war wichtig gewesen, dass er genug Heatpipes hat. Wir sehen es hier, der hat nämlich pro Seite, hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Heatpipes pro Seite, auf der anderen Seite natürlich auch wieder 6. Und doch, die sind direkt dahinter, ne? Ich dachte gerade, habe ich jetzt Scheiße erzählt, aber nee. Die sind versetzt. Okay, alles klar. Jetzt wird ein Schuh draus. Also hat auf jeden Fall mehr als genug Heatpipes, einen großen Lüfter drauf. Das sollte, denke ich mal, für fast jeden Intel-Prozessor reichen. Technische Daten haben wir wahrscheinlich so gut wie nichts. Okay, hier haben wir Sockel natürlich 1151. Da haben wir einen, der passt. Topperkühler ist okay. Ist leise, auf jeden Fall. 1400, ja gut, das geht wahrscheinlich dann noch etwas höher, wenn er lauter wird, wenn er mehr zu arbeiten hat. Aber das geht völlig klar, auch mit den Dezibel, da kann man echt nichts sagen. Lüfter vorhanden, ja, sollte wohl sein. So, dann weiter, unspektakulär, die Festplatte diesmal 2 TB. Ich habe darauf Wert gelegt, diesmal, dass tatsächlich auch
die Umdrehungszahl stimmt, 7200, und dass wir 8,5 Millisekunden haben und diesmal auch einen größeren Cache, 64 Megabyte. Das, denke ich mal, sollte alle Probleme ausschließen, da können wir eigentlich so gut wie alles mitmachen, aber es ist halt nur eine 2 Terabyte Festplatte, muss man nicht so viel zu wissen. Dann gehen wir weiter, SSD, diesmal eine SSD SATA, 6 Gigabit, weil ich hatte letztes Mal hatte ich die M.2 drin gehabt, aber ich habe festgestellt, dass die M.2s doch noch ein bisschen teurer sind und allein so von den Daten her eigentlich gar nicht so wirklich besser sind, zumindest von der Übertragungsrate her, und zusätzlich nimmt es uns ja dann auch noch eine PCI-LAN weg, also scheiß drauf, diesmal SATA, diesmal sogar was Gutes, und zwar Samsung, der momentane Marktführer, was SSDs angeht. Wir haben 450 Mbit lesen, wir haben 520 Mbit schreiben, also durchaus Leistung pur. Die ist sogar genauso schnell wie die ich gerade drin habe. Ich habe auch 256 GB, nur meine ist von OCZ. Das ist jetzt eine Samsung. Vom Preis her, ja okay, ist ein bisschen angehoben der Preis, ist natürlich Samsung, aber was soll's, wir wollen ja was Gutes. Wir haben ja das Geld. Dann kommen wir zum RAM. 16 GB DDR4, 2133 MHz. Ist jetzt nicht der schnellste DDR4, aber da 16 GB, zwei Module, das geht eigentlich. Und die Geschwindigkeit passt eigentlich auch. Können wir alles mit zocken. Und wir können uns irgendwann, wenn uns mal danach ist und wir 70 Euro übrig haben, können wir nochmal 2,8 GB holen und hätten dann somit 32 GB. Das wäre natürlich dann auch Ultimum. Wir haben ansonsten dazu nicht weiter zu sagen. Die Latenz, okay, das ist jetzt, naja, ist nicht so ganz prickelnd, aber es geht immerhin. Wir haben CL15, das passt. Ansonsten gibt es dazu nicht wirklich viel zu sagen. Ich bin mal sicher, dank dem Kühlkörper kann man die auch noch ein bisschen übertakten. Ich denke mal, so 2,4 dürfte schon möglich sein. Sollte das Mainboard auf jeden Fall auch können. Da kommen wir nämlich jetzt noch nicht zu. Genau, ich mache erstmal das Mainboard. Das Mainboard ist ein ASRock, und zwar das Z170M. Ich habe diesmal extra darauf geachtet, dass es der beste Chipsatz von Intel ist, und zwar der Z170. Man sieht es auch hier nochmal, warum da jetzt M steht, ist wahrscheinlich nur die Größenverhältnisse von dem Mainboard. Wir sehen nicht so gut, aber hier sehen wir es. So, wir haben zweimal PCI-Express, viermal, ist egal. Wir haben einmal PCI-Express 16-fach, einmal 8-fach, wenn ich mich nicht irre, und zweimal einfach. Es ist ein 4-facher, ne? Ist kein 8-facher, nee. Okay, einmal 16-fach, einmal 4-fach, das erkenne ich jetzt nur am Bild hier, und zweimal einfach. Gibt mir das, die Seite bestimmt recht, ich guck mal nach. Zweimal einfach. Die verkaufen das unter zweimal 16-fach. Die sind ja dreist. Aber man sieht es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Hier zum Beispiel hat man diese metallenen Pins drin, also die silber leuchtenden Pins. Die sind hier natürlich komplett ausgestattet, hier auch, aber bei diesem hier nicht. Man sieht, das schneidet ungefähr auf dieser Höhe, also hier, schneidet das ab. Darunter sind gar keine Pins mehr drin. Das heißt, es ist kein 16-facher, sondern es ist ein 4-facher. Also ein bisschen Mogelpackung, aber was soll's, ein bisschen Schwund ist immer. Ansonsten haben wir 6x SATA 6 Gigabit. Wir haben 4x DDR4. Was ist denn das hier? Sehe ich gerade AMD? Wollen die mich verarschen? Steht da jetzt tatsächlich AMD auf dem Board? Steht da was von Overclock oder sowas? Okay, da sehe ich jetzt erst live. Ich habe noch nie... Also da, ich glaube, das Bild muss ich irgendwo posten. Ich habe noch nie ein Intel meinem Board gesehen, auf dem AMD steht. Das ist Premiere, warte mal. Ist egal. Ich speichere es mir später. Hammer hat. Okay. Anschlüsse. Da steht wirklich AMD drauf. Ist ja unfassbar. Da schon wieder. Kriegen wir mal die Okay, wir haben 6x USB 3.0. Ja, kein 2.0 mehr. Wir haben, ansonsten die Grafikports brauchen wir nicht wirklich. Die werden wir nicht benutzen. LAN-Port und natürlich die Soundkarte, was normalerweise immer dieselbe ist. Das ist tatsächlich auch der einzigste Punkt, wo ich etwas sparen musste, weil ich späterhin noch was Besseres geliefert haben wollte. So, hier sehen wir es nochmal von oben. Ja, geht so. Hat auf jeden Fall den 8-Pol-Stecker für die auch etwas besseren, ich sag mal, CPUs oder die stärkeren. Und wir haben hier natürlich wieder M.2. Das war auch sehr wichtig, dass wir das haben. Zukunftssicher ist gut. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, was für eine RAM das Ding denn unterstützt. Bis 3200, ja, Wollingen. Okay, das heißt, da sind wir auf jeden Fall frei. Den RAM sollten wir auf jeden Fall bis auf 2,4 kriegen. Unter Umständen vielleicht auch 2,8, aber das würde ich jetzt nicht empfehlen. Man soll es nicht übertreiben in den Billigprodukten. So, Mainboard haben wir, gehen wir weiter. Jetzt kommt noch kurz das Netzteil, danach kommt das Sahnestückchen. Im Netzteil haben wir diesmal einen 500 Watt Cooler Master. Muss ich mal gerade gucken, TDP vom Prozessor, was der denn so schluckt. Ich habe das zwar vorher schon ausgerechnet, aber die Zahlen vergessen.
steht dabei, 91 Watt. Okay, so 91 Watt. Die Grafikkarte dürfte, sagen wir mal, die hat 200 Watt, sind wir bei 300. Die restliche Peripherie hat man nicht unbedingt viel mehr. Also 500 Watt sind völlig ausreichend, da haben wir sogar noch Spielraum. Und wir haben auf jeden Fall, was sehr wichtig ist, wir haben den 4+4 Stecker, also für das Mainboard, für die CPU, und 2x6+2 Pin Stecker. Das war auch sehr wichtig, vor allem für die Grafikkarte. Ansonsten gibt es zu dem Netzteil nicht viel zu sagen. Es ist immerhin ein Cooler Master und es ist ein 80+ Bronze, steht glaube ich irgendwo, oder? Was war das? Irgendwo habe ich es stehen gehabt. Jetzt steht es natürlich nicht mehr da. Manchmal habe ich das Gefühl, die Seite verarscht mich ein bisschen. Na okay, wir ignorieren das mal. Es steht zwar 80+ da, normalerweise sollte 80+ Bronze dran stehen. Aber ist egal, ignorieren wir, es ist auf jeden Fall Cooler Master, es ist kein so mega billig Shit, es reicht. Und jetzt kommen wir zum Sahnenstückchen, und zwar die Grafikkarte. Nein, jetzt sind wir doch auf den... Dammit! So, und zwar die Grafikkarte, da ist sie doch. Und zwar ist es eine GTX 1070 mit 8 GB RAM, da habe ich extra Wert drauf gelegt. Kostet natürlich ein schönes Sümmchen hier, 400 Euro. Da kriegst du beinahe zwei AMD-Karten für, aber was soll's. Wir haben hier immerhin was Dickes und die 1070 allseits bekannt. Man kann die Dinger so übertakten, dass sie schneller sind als ein 1080 oder zumindest ansatzweise genauso schnell. Das schafft man auf jeden Fall und zwar mit so ziemlich jeder 1070. Und wir sehen hier auch die dicken Kühler, die dicken Lüfter. Das sollte alles überhaupt kein Problem sein. Takten kann man mit das Ding wahrscheinlich bis zum Himalaya-Gebirge. Slyfähig ist auch sehr wichtig. Können wir also noch eine zweite zuknallen. Gut, das packt dann das Mainboard nicht so ganz und unten drunter das Netzteil wird auch ein bisschen Platzmangel kriegen. Aber naja, immerhin kann es. Oh, ich sehe... Ui, beleuchtet. Sehe ich ja jetzt erst. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, auf jeden Fall beleuchtet. Fünf verschiedene Farben. Ist wahrscheinlich Multicolor-LED, gehe ich davon aus. Und hier haben wir den 8-Pol-6-Pol-Stecker, Entschuldigung. Ich glaube sogar der 8-Pin haben sie nachgelötet. Oder den 6-Pin. Weil ich glaube, ursprünglich gibt es die 1070 auch mit einem von beiden. Wenn ich mich nicht irre, kann sein, dass es falsch ist, aber soweit ich weiß, haben sie das nachgebildet. Also kann man tatsächlich die Karte auch noch ordentlich übertakten. Jetzt gehen wir natürlich mal zu den Werten von dem Teil. Wir haben GPU-Takt 1500, weil sie jetzt schon aus Erfahrung kann man auf bis 1800 takten. Und wir haben RAM-Takt, haben wir 1708, kann man bis 2000 takten, weiß ich. Das habe ich schon gesehen. Ach, hier haben wir sogar Grafik... Bin ich ein Idiot? Okay. 1518 ist der Standardtakt, 1708 ist der Boost-Takt von der GPU und bis 1800 kann man gehen. Das weiß ich so rum. Ja, jetzt haben wir einen Schuh. Und der RAM 2000, so wie ich es auch gesehen habe, 2000 MHz, ist gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, von der 1080, der ist auch nur ganz kleines bisschen schneller. Ganz kleines bisschen, mehr nicht. So, wir haben einen Stromverbrauch von 150 Watt, also ist das Netzteil voll auf ausreichend. Und wir haben hier alles drin, was wir brauchen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr dicke Grafikkarte. Wir haben DVI, HDMI und 3x DisplayPort. Okay, passt. So, und das Ganze gibt es für einen Endpreis von... Die Schweine haben schon wieder was erhöht. Es darf echt nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn ich die Liste mache... Ja, siehst du, hier, folgende Artikel haben sich preislich geändert. Das Netzteil. 2 Euro angehoben. Ey, das ist so eine Wichser, ne? Ich mache diese Liste. Ich gehe ganz kurz aufs Klo, mache die Aufnahme, refresh einmal die Seite und schon kommt so eine Wichse. Also da bin ich wirklich lieber bei Alternate, da bleiben die Preise wenigstens. Egal, wir sind trotzdem noch bei 1200 Euro und 15 Cent. Okay, so geht noch. Und ich denke mal für den Preis eindeutig angemessen. Wir haben zwar nur, in Anführungsstrichen, 16 GB RAM, aber das reicht immer noch für jedes Spiel aus. Wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr dicke Grafikkarte. Wir haben Z170 Chipsatz, was sehr, sehr positiv ist. Da können wir die Leistung auch wirklich nutzen, die wir haben. Wir haben eine SSD, wir haben eine 2 TB Platte, wir haben einen ordentlichen Kühler drauf. Ja, und das Netzteil reicht. Ich denke mal, so kann man das Ganze beurteilen. Und vor allem haben wir ein schickes Netzteil mit. Wie nennt man das? Acrylglas oder nennt man das Plexiglas? Ich weiß nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Kann auch ganz normales Plastik sein. Und ich denke mal, das ist angemessen für den Preis. Das nächste Video bin ich mir noch nicht ganz sicher. Könnt ihr ja mal drunter schreiben, was ich machen soll. Ich hatte eigentlich vorgehabt, das nächste Video mit 1600 anzusetzen. Vielleicht werde ich es aber auch mit 1800 ansetzen. Müsst ihr mir jetzt mal sagen, ob ihr das so sehen wollt, haben wollt oder was ihr für einen Preis euch vorstellt. Ja. Vielleicht könnt ihr auch in die andere Richtung gehen, dass er einfach sagt, ja, weißt du was, mach doch mal einen PC, der noch billiger ist als 250 Euro. Sage ich euch jetzt schon, funktioniert. Ja, okay, das war's von mir soweit und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis denne. Tschüssi.